Hallo, herzlich willkommen zu einem Samstags-Let's Play. Wir spielen The Very Organized Thief, der gut organisierte Dieb. Link zum Spiel ist in der Videobeschreibung. Lasst uns überraschen. Log into Game Jolt. Nein, Game Jolt übrigens. GameJolt.com. Eine coole Seite, wo es einige Indie-Games, die sich auch gerade noch in der Entwicklung befinden, zu entdecken gibt. Indie-Games zu entdecken geben. Genau, die Mehrzahl. Wir canceln das, wir sind nicht dort angemeldet im Moment und pressen mal Space to start. Was erwartet uns? Dieb. Kunst? Nein. Move mit WASD. Hold left shift to run. Okay. Wir befinden uns in einem Haus. Haus eingebrochen. Ich komme ein bisschen näher, damit man mich gut verstehen kann. Die Uhr tickt. Es ist leise. Wir dürfen niemanden aufwecken. Leise. Oh, mein Handy hat gebrummt. Leise sein. Natürlich machen wir das Licht nicht an. Wir sind ja nicht bescheuert. Wo befinden sich die Wertgegenstände in diesem Haus? Wo? Unter dem Kissen? Nein. Unter dem Kissen? Nein. Unter der Pflanze? Nein. Großmutters Ohrringe sind nicht unter der Topf- oder der Zimmerpflanze versteckt. Ah, ein Büroschlüssel. Sehr gut. Aber leise sein. Leise. Was ist das? Ein Buch. Oh, ein Tablet. Sehr schön. Nichts unter den Kissen versteckt. Okay. Ich darf keiner erwischen. Aber ich bin ja ein Dieb, der unbewaffnet ist. Ich wollte eigentlich nichts kaputt machen. Ist das pixelig? Wie viel Uhr haben wir eigentlich? 8 Uhr? Wir haben erst 8 Uhr. 8 Uhr morgens? Nee, dann wäre es nicht so dunkel. 8 Uhr abends im Winter. Da schläft doch noch kein Schwein. Also eigentlich ist keiner zu Hause. Ah, dann können wir ein bisschen lauter sein. Aber warum soll man hier laufen dürfen? Die Küche. Es ist nur die Uhr. Ja, ja, ja. Ach, ich heb dann im Mülleimer, sind keine Wertgegenstände. Was soll ich hier machen? Nein, 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 nein. Vorsichtig hinstellen. Nichts drin. Ach, welcher Dieb guckt denn in die Küchenschränke? Was ist das? Reinigungsmittel braucht keiner. Ach, hier sind wir wieder im Flur. Das Esszimmer. Im Esszimmer. Traumhafte. Ich habe das Gemälde geklaut. Das ist offenbar etwas wert. Interessant. Ah, oh, was haben wir denn da für ein gruseliges Bild? Das können wir nur aufheben. Da ist nichts hinter. Ein Radio. Take Radio. Ah, dafür gibt es auch Ketchup. Ketchup ist in manchen Gegenden dieser Welt viel wert. Hä? Was ist das? Ich bin gegen den Stuhl gekommen. Oh mein Gott. Ich sollte leiser sein. Ich sollte leise sein. Oh, was ist das? Also nix. Was haben wir hier? Keine Wertgegenstände in der Abstellkammer? Oh shit! Ha! Ich muss mich verstecken! Ich muss mich verstecken! Fuck! Nein! Ich bin geflohen, ich Trottel!
Natürlich spiele ich nochmal. Oh, ich kann fliehen. Okay, jetzt machen wir das alles ein bisschen zügiger. Jetzt gucken wir wirklich nach den Wertgegenständen. Es ist noch kein Mensch. Ach, die Wertgegenstände sind auch zufällig verteilt. Pick up. Ah, ne, Quatsch. Wenn, dann steht da ja Take. Take irgendein Shit. Das ist der Flur. Wir machen das wieder zu. Okay, du musst hier also offenbar, muss man hier so viel erbeuten. Oh ja, ein teures Brot. So viel erbeuten, wie es geht. Und dann damit möglichst... ach, jetzt kann ich es gar nicht... Ach, nur manchmal steht da Take. Nicht immer. Take. Jetzt steht da nur Pick up. Da ist ein Schlüssel. Okay, die Sachen sind... Nee, sind zufällig verteilt. Alles, was Take ist, ist etwas wert. Huch! Ich steige auf den Stuhl. Komm, wir gehen jetzt nach oben. Pick up. Nee. Das war Take, war das, was wert ist. 2606. Das ist wahrscheinlich für ein Tresor. Wo ist der Tresor? Den müssen wir... Was ist das denn da? Money Stack. Sehr gut. Tresor. Wo ist ein Tresor? 2606. Merkt's euch, Leute. Ach so. Ja, ich habe auch immer einen richtigen Batzen Geld bei mir. Auch ein Nachtschränkchen-Ding. 2606. Space zu drücken, ich trottel. Shit! War es nicht die richtige Kombination? Fuck! Ein Alarm ist losgegangen. Oh nein, ja, mach's Licht noch an, du Trottel. Komm, lass uns da reingehen. Nein, es geht nicht. Jetzt. Nein, 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 schließ dich nicht aus, du Trottel. Ich habe den Alarm ausgelöst. Trottel, warum mache ich denn die Taschenlampe aus? Lauf! Du Volltrottel, lauf schon! Schnell, 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 schnell. Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. $703 gewonnen. Making you a unorganized thief. Da geht einfach mal so ein bisschen Muffensausen. Nochmal. Jetzt richtig, jetzt gebe ich richtig Gas. Okay, wir gehen direkt nach oben. Da unten gibt es nur Shit. Badezimmer. Im Badezimmer gibt es nichts. Kacke, was ist das? Ach, das ist irgendein Shit. Braucht man nicht. Okay. Ach. Gibt es ja die sonderlichsten Verstecke für Bargeld, ne? Hier ist wieder das Geld. Da ist... Nein. Money. Da gibt es jetzt keine Juwelen, so wie eben gerade. Hier ist wieder der... Dieser blöde Tresor, das ist das Office. Das ist egal, wir gucken jetzt direkt mal weiter. Oh, ein zerhülltes Bett, was ist hier geschehen? Pick up, pick up, pick up, pick up. Pick up, pick up.
Das hier sieht aus wie so ein Jugendzimmer oder sowas. Also schnell hier raus. Oh, wie süß, ein Teddybärchen. Ich werde euch alle ausrauben. Nix. Sehr gut. Knete gekriegt. Knete. Oh, was haben wir denn da? Stamps. Ein Briefmarkenalbum. Könnte ja eigentlich was wert sein. Wenn da jetzt zum Beispiel die blaue oder die rote Mauritius drin ist. Gibt es überhaupt die rote Mauritius? Hier ist nur ein blöder Kleiderschrank. Eine Vase, die kann ich nicht nehmen. Okay. Pickup, Pickup. Ich brauche noch ein Schlüsselchen. Pickup. Pickup. Wo ist jetzt dieser verfluchte Schlüssel schon wieder? Komm schon, komm schon. Mist. Jetzt finde ich den Schlüssel nicht. Keep searching. Wie keep searching? Verflucht. Jetzt leuchtet läuten die Glocken hier. Ach, guck mal, eine Gitarre. Also unter den Sachen ist wahrscheinlich offenbar nichts versteckt. Oh, jetzt gleich kommt er wieder. Wo ist denn der Schlüssel jetzt? Nein, kann ich nicht gebrauchen. Radio kann ich auch nicht gebrauchen. Eben konnte ich es gebrauchen. Okay, er fährt mit dem Auto auch einen Ring. Ein Diamantenring, sehr schön. Ein Diamantenring. Noch heißt es Keep Searching. Komm, Leute, wir lassen uns jetzt gleich mal erwischen. Wenn ich nicht den Scheißdings vorher knacke. Davon mal abgesehen. Aber warum hatte... Ach da, schnell. Jetzt gleich kommt er nach Hause. Verdammt, wo ist es denn jetzt nochmal? Hier. Komm, 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 komm. Was steht da? 2714. Ja, warum hat denn das eben nicht geklappt, Mann? Was ist das denn? 2714. So. 2714. Open. Nimm's. So. Und jetzt raus. Nein. Blöder Umweg. Schnell. Er geht noch nicht rein. Da steht eine Kiste. Auno ist outside. Scheiße! Immer noch unorganized? Ey, ich habe $37.065. Also ich würde sagen, ich habe gewonnen. Ich habe den Tresor ausgeräumt. Und jetzt lassen wir uns aber mal erwischen in der nächsten Runde, okay? Einfach mal so. Einfach mal erwischen lassen. Das wollen wir alle sehen, was dann passiert. So, dann latschen wir hier mal ein bisschen rum. Ne, dann machen wir jetzt mal ein bisschen Unordnung. So. Damit es auch richtig nach Räuber aussieht. So ein böser Räuber. Ich mache hier alles durcheinander. Puh, was habe ich eben Bammel gehabt. Jetzt habe ich aber richtig schön was hier ausgeräumt. Also ich finde, damit kann man auch rein gewissens nach Hause gehen, oder? Vielleicht muss man auch alles in einer gewissen Reihenfolge hier ausräumen, dass man auch ja nichts übersieht. Okay. Das ist also nur ein bisschen, dass man noch ein bisschen genauer guckt. Aber das ist jetzt nicht so. Nicht so wild, muss ich sagen. Was ist das denn? Schade, dass man hier nichts kaputt machen kann. Oh. Ja, sehr gut. Hallo. Da ist wieder der Schlüssel. Boing. Aber braucht man nicht. Das sind alles Kleinigkeiten jetzt. Mehr gibt es ja hier nicht. Hier gibt es ja wahrscheinlich, keine Ahnung. Komm, wir machen jetzt auch mal überall das Licht an. Ist nämlich richtig schön dummer Dieb. Wir machen überall das Licht an. Hallo, lalala. Oh,
kann hier nicht mehr durch. Ich habe mir was in den Weg gelegt. Ach, es ist dunkel. Licht an. Ist jemand zu Hause? Ja, ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Ah, da fühlt man sich doch gleich viel wohler, oder nicht? Ich bin gespannt, was der Besitzer gleich sagt, wenn er nach Hause kommt. Denkt so, was? Überall das Licht an. Ah, schön. Da fühlt man sich doch direkt heimisch. La 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 la. Jetzt geht das an. So. Komm, und wir machen noch direkt den Dings hier falsch. So, jetzt ist der Alarm angegangen. Wundervoll. Huch, das läuft aber jetzt gerade ruckelig. Aber es ist doch total das Pixelspiel. So. Wenn ich schon nichts klaue, dann klaue ich euch ein bisschen Strom. Ein bisschen Stromrechnung in die Höhe treiben. Kommt jetzt gleich die Polizei oder was? So. Wo verstecke ich mich? Der findet mich doch bestimmt. Komm, ich setze mich am Computer und tue so, als wäre nichts. Klick, klick, klick. Ich spiele hier gerade The Very Organized Thief. Achtung jetzt. Hört mal. Ihr müsst jetzt aufhören, dass das Licht an ist. Kommt jetzt gleich rein. Dann sagt er, was? Bam, bam. Vielleicht hat er auch Schiss. Mich gar nicht die Tür aufzumachen. Was passiert jetzt? Hab Schiss in den Mucks. Okay, gut, das war das Spiel. Ihr könnt es selber mal spielen und versuchen, als Very Organized Thief durchzukommen und euch nicht hauen zu lassen. Alter, wer geht denn da hin und haut dann den Einbrecher so bam bam auf den Kopf? Naja, okay, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich wünsche euch selber viel Spaß mit dem Spiel. Ich dachte, ich hätte noch was gehört. Bis zur nächsten Folge Let's Play irgendwas beim nächsten Samstag. Tschüss.